Das hier, das ist er, der heimliche Star vom neuen Star Wars Film The Force Awakens. Ein kleiner, herziger Roboter, den man sogar fernsteuern kann. Und wir testen jetzt mal, was der kleine Knirps also so drauf hat. Jetzt versuchen wir mal, den kleinen Roboter zu steuern. Ich muss dazu mein Gesicht in die Schablone rein tun. Und dann kann ich irgendwie eine Nachricht absenden. Hallo Star Wars Fans da draußen, herzlich willkommen zum Roboter-Testing. Ich darf den Namen leider nicht sagen, weil wir haben noch Wettbewerb. Das war zu lang. Warten wir mal. Und jetzt sieht man hier. Das Hologramm im iPhone N. Den Roboter steuert man ja mit Hilfe von einer App, die man zuerst noch abladen muss auf das Smartphone. Es geht mit Android und iOS. Es ist und bleibt ein Spielzeug. Er steuert sich eigentlich recht einfach. Man muss am Anfang schon ein bisschen üben, bis man das wirklich los hat. Wenn man auf einen Tisch fährt, vielleicht erst später, bevor man wirklich richtig mit dem umgeht, weil sonst geht er die ganze Zeit am Boden. Das ist nicht so gut. Das Material ist gut. Ausser da die kleine Antenne da oben, die ist jetzt schon ein bisschen kaputt gegangen, weil er eben vom Tisch gefallen wurde. Aber alles zusammengefasst, das perfekte, wie ich finde, Weihnachtsgeschenk für alle Star Wars Fans. Es macht einfach mega Spass, mit diesem kleinen Roboter das rumzufräsen.